Hallo, ich bin Miriam Anwand. Ich bin Mitglied in der Synodalen Arbeitsgruppe für Anliegen von Frauen in der SELG. Wir sammeln und bündeln Anliegen von Frauen in unserer Kirche und versuchen so zu zeigen, wie es ihnen geht, was sie beschäftigt. Und so viel haben wir in dieser Gruppe schon herausgefunden. Von diesen Anliegen gibt es ziemlich viele, sehr unterschiedliche und nicht selten konträre. Die Lage von Frauen in der SELG ist sehr vielfältig. Und mit dieser Vielfalt beschäftigt sich seit März dieses Jahres auch eine andere Arbeitsgruppe an der Theologischen Hochschule unserer Kirche. Sie untersucht im Rahmen eines Forschungsauftrags, den sie von der Kirchensynode erhalten hat, Rollen von Frauen in der SELG und ihren Vorgängerkirchen. Ein erstes inhaltliches Arbeitsergebnis liegt inzwischen schon vor. In dem wissenschaftlichen Text geht es um ein Thema, das die SynAG Frauen in einer ihrer Zuschriften erreicht hat. Und zwar handelt es sich dabei um die öffentliche Abbitte, die auch unsere Kirche in der Vergangenheit von unverheiratet schwangeren Frauen verlangte. Christoph, dieser Text kommt von dir. Ja, ich bin Christoph Barnbrock, ich bin Professor für praktische Theologie an der Lutherischen Theologischen Hochschule und ich habe mich dieser sperrigen Thematik angenommen. Dieser Text als erstes inhaltliches Ergebnis im Zusammenhang der Studie zur Rolle von Frauen in der Kirche ist interessant, denn in ihm geht es gar nicht nur um Frauen. Das ist richtig. Also es geht grundsätzlich um die sogenannte Abbittepraxis im Rahmen von Kirchenzucht. Was ist Kirchenzucht? Kirchenzucht beschreibt verschiedenste Maßnahmen, in denen die Grenzen eigentlich des Gemeindelebens beschrieben worden sind. Das heißt also, was ist eigentlich mit Menschen, die dauerhaft gesündigt haben, sich falsch verhalten haben und das Bewusstsein da war, das ist eigentlich nicht kompatibel mit dem Gemeindeleben. Eigentlich geht da was kaputt, wenn Menschen das einfach immer so weitermachen. Und als eine pädagogische Maßnahme hat man dann zur Kirchenzucht gegriffen. Das konnte also den zeitweisen Ausschluss vom Heiligen Abendmahl bedeuten. Das konnte eben die Abbitte mit einschließen, dass also Gemeindeglieder vor der Gemeinde oder vor dem Kirchenvorstand ihre Reue für etwas, was sie falsch gemacht hatten, zum Ausdruck brachten und konnte dann bis dahin führen, dass Menschen auch ganz aus der Gemeinde ausgeschlossen worden sind. Und es ging aber nicht nur um Frauen. Wie kam es, dass die Kirchenzucht sich irgendwann auf dieses eine Thema so fokussiert hat? Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich ist das so. Es ist überhaupt erst einmal kein frauenspezifisches Thema, sondern die Kirchenordnungen und die Texte, die zum Thema vorliegen aus der Vergangenheit, beschreiben ein riesiges Spektrum an Fragestellungen. Also auch Dinge, die uns heute ebenfalls sehr ungewohnt erscheinen. Also wenn man einen anders konfessionellen Partner geheiratet hat, dann war das ein Grund für Kirchenzucht. Oder wenn man aus Geiz seinen Kirchenbeitrag nicht gezahlt hat, dann konnte das ein Fall für Kirchenzucht sein. Und es konnte eben auch das unverheiratet schwanger werden sein. Und es ist wirklich spannend, denn schon im 19. Jahrhundert wurde das als ein Missstand angeprangert, dass offensichtlich in den Gemeinden im Wesentlichen Frauen zur Abbitte genötigt wurden. Und all diese anderen Fragen eigentlich so ein bisschen unter den Tisch fielen. Und von daher ist es dann eben doch ein Frauenthema. Das zeigen ja auch die Fragen, die euch erreicht haben, dass es ganz offensichtlich insbesondere auch Frauen waren, die das also noch bis ins 20. Jahrhundert hinein auch in unserer Kirche erlitten haben. Was war für dich neu in der Auseinandersetzung mit diesem Thema? Neu war für mich tatsächlich erst einmal, wie vielfältig das Thema ist, dass es sich eben nicht nur auf diese Frage von Sexualität und Schwangerschaft vor der Ehe bezieht, sondern tatsächlich ein sehr breites Feld war. Und dass auch die Anliegen in den unterschiedlichen Zeiten durchaus nochmal unterschiedlich waren. In der engen Verflechtung von Staat und Kirche war ein Interesse, auch einfach gesellschaftliche Ordnung sicherzustellen. Also auch das gibt es Beispiele im 19. Jahrhundert, dass der Staat sich an die Pfarrer gewandt hat und gesagt hat, wir müssen da mal hingucken, hier in bestimmten Bereichen läuft uns das aus dem Ruder. Auch Dinge, die uns heute vielleicht eher fremd sind, das sind so Dinge gewesen, die mir tatsächlich neu geworden sind. Und vielleicht auch, dass das Thema
gar nicht so ganz einfach abzutun ist als etwas, was grundsätzlich aus der Welt ist, was gar keine Rolle spielen darf, Abbitte, sondern dass es vielleicht doch Punkte gibt, an denen das auch heutzutage noch eine Relevanz haben könnte. Welche Punkte wären das? Es gibt gerade ein ganz aktuelles Beispiel aus unserer Schwesterkirche in den USA, wo es einige Gemeindeglieder gibt, die sich nationalsozialistisches Gedankengut letztlich angeeignet haben und das propagieren. Und wo letztlich die Kirchenleitung genau an dem Punkt gesagt hat, das ist nicht vereinbar mit dem, was unsere Kirche lehrt. Und hier ist Umkehr und ich denke auch Abbitte nötig, weil eben das auch im öffentlichen Raum geschieht. Wo mir deutlich geworden ist, ja klar, das kann ich mir vorstellen. Also wenn Menschen sich in einer solchen Weise verhalten, dass es am Ende auch für die Kirche schädlich ist, dass dann damit, wenn jemand wieder zur Einsicht kommt, dass das irgendwie auch nicht gut war, dass in irgendeiner Form eine Versöhnung auch wieder stattfinden muss zwischen diesem Menschen, der der Kirche einen Schaden zugefügt hat und der kirchlichen Gemeinschaft. Und zu welchem Schluss führt dich das im Blick auf unsere Kirche? Sollte unsere Kirche Abbitte für die Abbitte leisten, die sie nicht nur von Frauen, aber auch verlangt hat? Das ist eine herausfordernde Frage, die sich wie so viele komplexe Fragen nicht ganz einfach beantworten lässt. Wie gesagt, ein Lerneffekt, den ich gehabt habe, war, dass ich glaube, ich nicht sagen könnte, die Kirche sollte Abbitte für die Abbittepraxis grundsätzlich tun, sondern ich glaube tatsächlich, das kann einen guten Sinn haben und ist, also das Instrument der Kirchenzucht ist letztlich auch, lässt sich auch biblisch wiederfinden. Auch da gibt es Beispiele dafür, dass so etwas geübt worden ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Art und Weise, wie das geübt worden ist, und auch welche Menschen mit welchen Verhaltensweisen in den Blick geraten sind und nicht zuletzt die Verengung auf Frauen, die oftmals ja auch sich schlechter wehren konnten in den damaligen Rollenzuschreibungen, dass das schon etwas ist, was ausgesprochen misslich war, für die Betroffenen unheimlich schmerzhaft war und wo, glaube ich, tatsächlich auch unendlich viel geistliches Leid angerichtet worden ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass dafür, also vielleicht auch für den Missbrauch dieses Instruments, tatsächlich Kirche Abbitte tun könnte oder anders ausgedrückt um Entschuldigung bitten könnte. Vielen Dank. Wenn Sie dieses Thema interessiert, dann schauen Sie doch mal in der Videobeschreibung nach. Da finden Sie den Link zum Text.